Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dem, ich glaube, spannendsten Video dieses Monats. Ihr habt es mit Sicherheit alle schon bei mir auf Instagram gesehen. Es gibt eine neue Marke in der Drogerie und zwar geht es heute im gesamten Video um Rival Loves Me. Ich habe es euch neulich nebenbei so ein bisschen gedroppt. Rival de Lubian ist aus dem Sortiment gegangen vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen. Und ab heute gibt es die neue Theke in eurer Rossmann-Filiale. Nach und nach werden alle Filialen umgebaut. Und ich habe heute hier ein First Impression der spannendsten Produkte. Ich war gestern exklusiv als, ich glaube, einziger deutscher Beauty-YouTuber auf dem Launch-Event. Und ich darf euch heute exklusiv die spannendsten Produkte aus dem neuen Sortiment testen. Leider ist so ein bisschen was dazwischen gekommen, was mich ziemlich traurig gemacht hat. Aber ich freue mich trotzdem, dass ich euch heute die Produkte zeigen darf, die ich mitbekommen habe. Und wir schauen einfach mal, was die neuen Produkte können. Ich blende euch auch noch mal ein paar Aufnahmen der neuen Theke ein. Ihr könnt sehen, das sieht viel, viel ansprechender und etwas erwachsener aus. Ich habe ganz, ganz lange mit den Produktmanagern und mit dem ganzen Team von Rival de Loop, Rival Loves Me heißt das ja jetzt, gesprochen. Und wir haben so ein bisschen darüber gequatscht, was damals schön war, was damals gut war. Und ich bin, glaube ich, auch der einzige deutsche Beauty-YouTuber, der diese Marke regelmäßig zeigt, benutzt und empfiehlt. Oder auch nicht. Und demnach freue ich mich natürlich, dass ich euch dann die Produkte heute auch schon vorstellen darf. Und wir haben ganz viel darüber gesprochen, welche Produkte toll waren, welche nicht gut waren. Und wir haben mit Sicherheit einen kleinen Beitrag dazu geleistet, dass einige Produkte aus den besten Limited Editions mittlerweile im Standardsortiment sind. Ich habe euer Feedback natürlich auch immer weitergegeben. Und ich weiß, dass Rival de Lubian meine Videos geschaut hat und auch das Feedback mit aufgenommen hat. Umso stolzer bin ich, denn ihr wisst es, meine ganze Karriere baut auf Rival de Loop Young auf. Ich habe damals mit der Foundation für 1,29 angefangen und kann euch jetzt hier ein komplettes neues Sortiment, eine neue Marke zeigen. Und da bin ich sehr, sehr stolz und dankbar drauf. Und das möchte ich jetzt auch tun. Ihr könnt sehen, ich habe noch nichts in meinem Gesicht. Und ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit und fangen auch gleich an. Falls ihr mehr solcher First Impression Videos sehen wollt von neuen Marken, neuen Sortiments und allem, abonniert gerne meinen Kanal, das kostet nichts, bedeutet mir die Welt und wir sehen uns dreimal die Woche hier auf meinem Kanal wieder. Los geht's! Ich habe als erstes ein Produkt, was nicht ganz neu ist, aber jetzt neu ins Standardsortiment gekommen ist. Ihr werdet ganz, ganz viele Produkte sehen, die jetzt im Standardsortiment sind, die in den letzten 2 Jahren als Limited Editions angetestet wurden. Und da habe ich hier als erstes die Blur Primer Drops mit Cranberry-Extrakt. Ich habe sie damals schon wirklich geliebt und hatte sie irgendwann aussortiert, weil einfach ich die Primer aussortiert habe. Und ich habe ganz viele Nachrichten von euch bekommen. Wie kann ich nur? Das sind die besten Produkte überhaupt. Und ihr liebt dieses Produkt. Es riecht ganz, 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 ganz leicht. Und es hat so einen leichten, goldenen Schimmer mit drin. Und ich habe das Gefühl, auch damals schon gehabt, eure Haut wird einfach super, super gut mit Feuchtigkeit versorgt. Ich sage es gerne auch nochmal am Anfang. Die Produkte sind alle wirklich günstig. Das heißt, meine Ansprüche sind natürlich schon etwas voreingenommener aufgrund des Preises, aber diese Primer Drops sind wirklich gut. Die Base wird ein bisschen tacky, ähnlich wie der Milk Hydro Grip Primer. Vom Feeling her ist es wie Fasali, nur für ein Zehntel des Preises. Und ich würde auch vorschlagen, wir machen gleich weiter mit Foundation. Und auch da gibt es ein paar neue Foundations. Die Skin Optimizer Foundation beispielsweise ist im Sortiment bekommen und hat nur einen Facelift bekommen. Ich habe aber hier jetzt die Triple Filter Foundation. Primer, Concealer und Foundation. Ihr wisst, was ich von so Multitasking-Produkten halte. Ich glaube da immer nicht so dran. Die Idee ist ganz schön und auch für den Preis eine coole Sache, wenn es sowas gibt. Ich finde es super, dass es auch hier wieder in dieser Glasflasche kommt. Es ist recht gut recycelbar, abgesehen von dem Deckel. Man kann es einfach in den Glascontainer werfen und dann ist das Ding gut. Farbauswahl ist typisch Drogerie. Nicht ganz so optimal, aber ich glaube, man kann damit nur ein bisschen arbeiten. Ich habe jetzt hier die Farbe 02 Warm Desert. Und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach an, die Foundation einzuarbeiten. Ich nehme einen Beauty Blender und fange einfach an, mir die Foundation im kompletten Gesicht aufzutragen. Ich mache aber, glaube ich, doch erstmal eine halbe Seite und das Armband klackert und nervt. Ihr könnt wie immer in die Kommentare schreiben, wie ist das Color Match? Ich muss sagen, dafür, dass es eine Drogerie Foundation ist und ich die Farbauswahl zwischen 3 Farben hatte, sieht das ziemlich gut aus.
In der Drogerie gibt es auch verschiedene Versionen jetzt und auf der Theke ist ganz klar zu erkennen, leichte, mittlere und hohe Deckkraft. Die Triple Filter Foundation ist eher so im mittleren Bereich. Ich muss aber sagen, und ihr könnt mir gerne ein Feedback dazu geben, wie es für euch aussieht, das ist schon wirklich eine recht hohe Deckkraft. Klar, meine Augenschatten kriegt auch diese Foundation nicht weg. Auch wenn Concealer mit drin sein soll, glaube ich immer nicht so dran und das ist für mich auch recht schwer, das so zu bewerten. Aber ich glaube, ihr könnt sehen, dass das Ganze wirklich schön abgedeckt hat. Ich mache einmal die andere halbe Seite drauf und dann zeige ich euch den ganzen Effekt einmal von Namen. Aber ich muss sagen, First Impression, es lässt sich sehr, sehr einfach verblenden. Ich nehme auch gleich noch ein bisschen mehr Foundation und gebe mir das Ganze unter die Augen, einfach um da schon mal so ein bisschen mehr Deckkraft hinzukriegen. Wobei ich sagen muss, Deckkraft an Foundation ist schon wirklich, wirklich gut. Ihr wisst ja auch, dass ich ein sehr, 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 sehr großer Freund von Mischen bin. Nicht nur Produkte untereinander, sondern auch Preiskategorien. Und ich muss euch sagen, ich finde, und ich mache es auch im Alltag, ich mische super gerne günstige Produkte mit teuren Produkten, weil es nicht sein muss, dass ich ein 700 Euro Full-Face-Make-up im Gesicht habe, sondern ich kann auch gerne eine Foundation für 2,50 Euro benutzen, einen Primer vielleicht für 15 Euro und einen Puder für 2 Euro und das Ganze sieht immer noch extrem gut aus. Ich habe euch jetzt mal ein kleines Stückchen näher geholt und wir schauen uns das Ganze mal vom Nahen an. Ich muss sagen, das Finish ist medium matt. Ich habe es mir viel, viel matter vorgestellt. Ich habe die Kamera auch jetzt extra ein bisschen dunkler gelassen, dass ihr das Ganze recht gut erkennen könnt. Sie hat sich sehr, sehr eben aufgetragen und theoretisch müsste ich das Ganze jetzt nicht setten. Also es fühlt sich in meinem Gesicht nicht so an, als würde ich jetzt hier dringend Puder brauchen. Wir werden selbstverständlich aber gleich abpudern, wir wären sonst nicht auf meinem Kanal, Freunde. Deckkraft gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist eine schöne... Ich würde sie nicht als Medium-Deckkraft bezeichnen. Das ist eher so Medium bis hoch. Concealer habe ich nicht mitbekommen. Ist aber nicht so schlimm. Concealer brauche ich wirklich was Großes. Es gab auf jeden Fall neue Concealer. Es gab Color Correction Paletten. Ihr habt es eben schon in der Einblendung gesehen. Die Auswahl ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Schreibt mir doch mal in die Kommentare und lasst mich das mit einem Daumen nach oben wissen, falls ihr ein Full Face sehen wollt. Dann gehe ich nochmal in die Drogerie und schaue, was es schon gibt. Die Theken werden nach und nach aufgebaut und in Sortiment genommen. Ich nehme jetzt hier einfach mal meinen Concealer. Das ist der Sleek Life Proof Concealer. Der ist nicht ganz so hell wie meine Concealer sonst, aber ich glaube, dass das das Ergebnis so ein bisschen natürlicher machen lässt. Und den verblende ich hier schon mal so ganz leicht. Concealer ist einmal eingearbeitet und das Ganze sieht auch jetzt mit der Foundation sehr gut aus. Der Concealer hat sich nicht irgendwie komisch mit der Foundation oder so verbunden, sondern es sieht alles sehr, sehr gleichmäßig aus. Und ich muss sagen, die Foundation gefällt mir richtig, richtig gut gerade. Ich weiß nicht, wie sie sich im Langzeittest bewährt. Ich kann das auf jeden Fall gerne nochmal für euch testen. Ich werde nach dem Video mich abschminken und sie nochmal im Alltag heute testen. Und dann seht ihr heute Abend in den Kommentaren ein kleines Feedback, wie sich die Foundation über den ersten Tag verhalten hat. Ansonsten muss ich sagen, gefällt mir das Ganze wirklich, wirklich gut. Kommen wir zum nächsten Produkt und auch da habe ich mich tierisch gefreut, denn es gab das auch schon mal so oder so ähnlich in einer Limited Edition. Und das ist das Rival Loves Me Marshmallow HD Compact Powder. Das ist ein gepresstes Puder. Da ist, ich weiß nicht wie viele, 10 Kilo, 8 Gramm Puder mit drin. Es ist ein richtiger Block Puder. Dieses Ding wird die nächsten 250 Jahre halten. Und ich würde einmal ganz kurz unter meinen Augen setten mit einem losen Puder. Oder, ach Quatsch, nein. Wir gehen jetzt einfach mal mit dem Schwamm hier rein. Ich nehme ein bisschen Produkt auf, klopfe ein bisschen ab, weil es ist transparent und hält natürlich dann auch gleich nochmal so ein bisschen auf. Und wir setten einfach damit das komplette Gesicht. Ich mache auch hier erstmal eine halbe Seite, dass ihr diesen Mattierungseffekt sehen könnt. Ich glaube, hier auf der Stirn kommt das gerade sehr, sehr gut zur Geltung, wie stark das Ganze mattiert. Und auch wirklich so ein bisschen blurred. Okay, ich habe das Ganze einmal gesettet und das Ganze, Freunde, Poren rein. Richtig weich gezeichnet. Ich hätte noch mehr Concealer benutzen können und den vielleicht baken können. Ich wollte aber mal vom Baken so ein bisschen wegkommen. Einfach, dass es so ein bisschen massentauglicher ist. Weil ich weiß, dass ganz, ganz viele von euch nicht baken. Deswegen habe ich das gelassen. Und auch das funktioniert. Das Ganze hat natürlich jetzt so einen leichten White Cast. Das ist bei meiner Hautfarbe aber völlig normal. Für transparente Puder seid ihr heller, funktioniert das super. Die Haut sieht richtig, richtig matt aus. Über mir werden Stühle geschoben.
Und ich muss sagen, also dieses Puder, wirklich, ich werde es weiter testen, aber das gefällt mir richtig, richtig gut. Die größte Freude, die, glaube ich, aufkam gestern, war, als ich die Theke gesehen habe und ein Produkt gesehen habe, was uns schon bekannt vorkommt, was wir alle lieben und ehren. Und zwar ist es der Riva Loves Me Tropical Bronzer. Dieser Bronzer kam in den letzten Jahren, ich weiß nicht wie oft, schon in Limited Editions raus. Und jetzt gibt es den Bronzer in zwei verschiedenen Farben im Standardsortiment. Und ich habe hier die Farbe 01 Waikiki. Ich habe mich extra für einen helleren Bronzer entschieden. Einfach auch, dass ihr da mal die Farbe so ein bisschen sehen könnt, wie es aussieht, wenn man mit meiner Hautfarbe einen etwas helleren Bronzer benutzt. Er riecht diesmal so ein bisschen nach Honig. Nicht unbedingt wie nach Pina Colada, sondern eher so in die Honigrichtung. Und ich finde das richtig, richtig gut. Diese Gerüche sind nicht so übertrieben, sondern sehr, sehr weich. Und eigentlich muss ich zu dem Bronzer nicht viel sagen. Ihr kennt diesen Bronzer mittlerweile. Wir lieben diesen Bronzer alle. Er lässt sich einfach auftragen. Er ist so ein guter Bronzer. Ich würde fast sagen, das ist der beste Bronzer, den es in der Drogerie gibt. Für so wenig Geld. Ich blende euch die Preise in den Inserts so ein bisschen ein. Ihr habt es schon gesehen. Preislich ist das einfach nicht zu schlagen. Ich habe auch gestern mit denen geredet und habe gesagt, Freunde, ich als Team, was habe ich hier? Ich als Team Günstmaus Anführerin hier bin sehr, 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 sehr dankbar, dass es einfach diese Möglichkeit gibt, so günstiges Make-up für die Masse darzustellen. Es ist einfach. Ihr müsst euch vorstellen, hinter so einem Make-up-Produkt steckt halt unglaublich viel Arbeit und unglaublich viel Geld. Und das ist für viele Marken einfach unmöglich, günstige Produkte anzubieten, die dann auch gut sind. Und mit diesem Bronzer haben sie es einfach geschafft für mich, finde ich. Und ihr seht es, es ist nicht orange. Ich finde die Farbe perfekt für meine Hautfarbe. Das ist die Farbe 01. Und es gibt noch eine dunklere Farbe. Und auch das, finde ich, ist eine ziemlich, ziemlich gute Sache. Schaut auf jeden Fall mal in der Drogerie vorbei. Aber das Ergebnis gefällt mir sehr, sehr gut. Auch Blushes gab es, die waren aber eher die alten Blushes, deswegen habe ich die nicht mitgenommen. Es waren einfach die normalen Blushes, die es schon gab, aber jetzt in einem neuen Design. Deswegen gehe ich jetzt hier einfach mal in einen Blush rein und trage mir den hier so ein bisschen auf. Puh, das war ein bisschen viel. She's pigmented. Und ich habe noch ein weiteres Produkt, wo ich ziemlich aufgeregt bin, es zu benutzen. Das ist der Bronzer-Stick, Freunde. In der Farbe Sahara, das verleiht leichte Sonnenbräune im Gesicht und Dekolleté. Ich bin gespannt, das ist nämlich so ein Ding hier. Ich glaube, so ein Ding kommt euch schon mal bekannt vor. Ich hatte es schon mal und ich habe gerade, glaube ich, 10 Minuten probiert, deswegen ist es hier auch so ein bisschen ausgefranst, den Deckel wieder raufzukriegen. Freunde, MacGyver ist hier, um euch zu helfen. Zack. Bitte, danke. Also das ist ein Produkt, Turn to Open, man kann es drehen und dann öffnet sich das und dann kann man sich das so ein bisschen hier übers Gesicht geben. Das hat einen goldenen Schimmer. Ich muss sagen, die Borsten sind etwas hart hier, aber so als kleines Gimmick, so als kleiner Topper auf der Stirn, auf dem Dekolleté oder auf den Armen ist das ein richtig schönes Ding. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera so gut rüberkommt, aber es kommt ganz, ganz feiner Schimmer mit raus. Man muss so ein bisschen vorsichtig sein. Ich würde euch fast empfehlen, nehmt den Pinsel ab und nehmt euch das Produkt so mit raus. Aber es gibt euch im Sommer vor allen Dingen so einen schönen Effekt auf eurer Haut. Erinnert mich so ein bisschen an diesen Fairy Dust Highlighter von Fenty. Gibt einen schönen Glow, ist günstig. Pinsel ist ein bisschen hart, aber für so einen leichten Sonnentouch der Shit, Freunde. Und auch hier endlich, es gibt es im Standardsortiment. Ich glaube, es gab es auch schon im Standardsortiment. Aber jetzt ist es auf jeden Fall da mit einer krassen Anleitung hier hinten drauf, wie man die Augenbrauen perfekt aufträgt. Und zwar ist das die Eyebrow-Pomade in vier verschiedenen Farben, inklusive einem Pinsel und einem Spoolie. Das ist das perfekte Dupe zur Anastasia Dipbrow-Pomade. No Tea, no Shade. Aber die Wahrheit. Kommt in so einem Döschen exakt dasselbe mit einem kleinen Spoolie. Das ist ein bisschen klein, deswegen nehme ich meinen eigenen. Gehe hier einfach mal so ein bisschen durch und bürste meine Haare hoch. Und Freunde, ich habe mich für die Farbe Blond entschieden, einfach um auch euch hier mal eine andere Farbe zu zeigen, als die ich sonst nehmen würde. Und ich mag es im Moment ganz gerne, etwas hellere Augenbrauen zu haben. Das ist, glaube ich, die schnellste Möglichkeit, eine Augenbraue aufzutragen.
Es gibt Puder, es gibt diese Pomade, es gibt Stifte. Also für jeden ist auf jeden Fall was dabei. Sie ist jetzt tatsächlich hell, aber ich habe mich auch für eine hellere Farbe entschieden, einfach um so eine etwas natürlichere Augenbraue hinzukriegen. Und die Deckkraft ist gut, der Auftrag ist gut, es geht schnell. Wir kennen dieses Produkt, wir lieben dieses Produkt und für den Preis mega. Ich mag die Pomade am liebsten, wenn sie so ein bisschen angetrocknet ist schon. Dann ist sie nicht mehr ganz so cremig. Sie ist wirklich sehr, sehr cremig und man muss aufpassen, dass man nicht zu viel Produkt aufnimmt. Deswegen lasse ich die als erstes so, ja, ich sag mal, 2 Stündchen an der Luft trocknen und dann ist sie perfekt, weil einfach dann so ein bisschen Flüssigkeit schon verdunstet ist und wir das meiste Pigment rausholen können, ohne dass es zu viel ist. Tolles Produkt, auch das kennt ihr. Und ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt zu dem spannendsten Teil. Und zwar sind das Lidschattenpaletten. Ich habe hier 2 neue Lidschattenpaletten. Es gibt, glaube ich, insgesamt 6 neue Lidschattenpaletten im Standardsortiment, Freunde. Und alle kosten 4,99 €. In jeder Palette sind 18 Farben mit drin. Und ich weiß nicht, wie das möglich ist, aber der Preis ist unschlagbar. Ich wollte eigentlich die grüne benutzen, im Angesicht der Tatsache benutzen wir aber heute diese hier. Das ist die Warm Tone Palette und zwar in der Version Oriental Flames und das ist eher eine schöne Alltagspalette. Warm Tone, es gibt alles. Es gibt Lila, es gibt Pastell, es gibt diese Warm Tone Palette hier, es gibt die grüne, ich zeige sie euch auch nochmal einmal so aus. Vielleicht mische ich auch beide. Auch die finde ich super schön. Ich habe mich riesig auf die Palette gefreut und wollte sie euch zeigen. Vielleicht mische ich so ein bisschen. Ich glaube, ich fange als erstes in der Palette mit der Farbe Heatwaves an. Leider ist kein Spiegel mit drin, aber bei 4,99 €, Freunde, habe ich immer noch ein bisschen Geld, um mir ein Spiegel zu kaufen oder ich benutze einfach den Spiegel, der vor mir steht und presse mir das hier schon mal so ein bisschen in meine Crease und baue mir das Pigment hier auf. Ihr könnt sehen, Pigment ist da. Ich bin ja so ein bisschen, ich habe auch kein Blatt gestern vorm Mund genommen, auf Kriegsfuß mit Rival de Loup, was Lidschattenpaletten angeht. Die waren in der Vergangenheit, vor allen Dingen in den Limited Editions, immer schwierig. Man darf nicht vergessen, und auch das habe ich mittlerweile verstanden, weswegen ich auch weniger die Lidschattenpaletten von Rival de Loup dann getestet habe, dass die Zielgruppe für die Rival de Loup, Rival de Loubian, Rival Loves Me, wie auch immer wir es jetzt nennen, ich glaube, da muss ich mich ein bisschen umstellen. Die Zielgruppe ist einfach etwas jünger und dadurch ist es auch nicht so gefragt, die dunkelsten, intensivsten Farben zu haben, weil es einfach nicht benutzerfreundlich ist. Aber ihr könnt sehen, auf jeden Fall ist Farbe auf meinem Auge und das ist schon richtig, richtig gut dafür, dass ich jetzt die erste Farbe hier drauf habe. Blend das Ganze gleich so ein bisschen aus in meiner Crease, damit der Übergang ein bisschen weicher wird und gehe dann als nächstes in die Farbe Hot and Spicy. Ich finde es richtig cool, dass da jetzt auch Namen drin stehen und dass es einfach so viel Auswahl gibt. Ich weiß noch, die ersten Paletten, die ich auf YouTube gezeigt habe, ich glaube, die Videos sind gar nicht mehr online, sind diese flachen Paletten gewesen in dieser Plastikverpackung. Peach, Bronze, Nude und Smoky hießen die, glaube ich. Und ihr seht es, es ist auf jeden Fall Pigment mit drauf. Ich habe mein Lid jetzt nicht extra nochmal gesettet, das ist also noch ein bisschen feuchter und nimmt das Pigment natürlich noch etwas besser mit auf, aber ihr könnt sehen, für 4,99 € nehme ich mir auch gerne 2 Minuten mehr Zeit und blende ein bisschen aus und fange nicht an zu meckern. Ich meine, wir haben 18 Farben für 4,99 € drin. Alexa, was ist 18 geteilt durch 5? Alexa, was ist 18 geteilt durch 5? 18 geteilt durch 5 ist 3,6. Na, da habt ihr den Preis für einen Lidschatten. Und ich gehe jetzt doch nochmal in diese Palette hier und gehe in die Farbe Wild Child. Das ist hier so ein richtig schönes Orange und blende das hier oben mit aus. Ich nehme jetzt aber auch denselben Pinsel erstmal, damit ich den Übergang hier so ein bisschen hinkriege. Und auch hier seht ihr auf jeden Fall Farbe auf dem Lid. Das ist jetzt kein Neon-Orange. Es ist alles eher so ein bisschen gemuteter, ein bisschen schlichter, aber trotzdem Farbe mit im Spiel. Und wenn ihr eine weiße Lidschattenbase benutzt, Freunde, dann habt ihr auch Neonfarben mit raus. Ich nehme jetzt nochmal einen großen, fluffigen Pinsel und gehe in die Farbe Like a Monkey. Das ist dieses Gelb hier.
und blende das komplett hier oben mit raus, einfach um hier den letzten Sonnenuntergang auf meinem Auge nachzuschminken. Ein bisschen Kickback haben die Farben im Pfännchen, aber auch hier 4,99 €. Da kann so viel Kickback sein, wie sie will. Die Farbe ist jetzt eher so ein bisschen, ja, softer. Ist vielleicht gut zum Ausblenden. Man sieht jetzt nicht ganz so viel davon. Aber ich glaube, man kann damit leben und arbeiten. Gehe jetzt nochmal so ein bisschen in die Farbe Heatwaves und gebe mir das hier nochmal in die Crease, um das wieder zu verdunkeln. Das ist ein ewiges Hin und Her, um einen schönen Sonnenuntergang Blend hinzukriegen. Und gehe dann ganz außen in die Farbe Once Upon a Time. Das ist die dunkelste Farbe und gebe mir die hier schon mal so ein bisschen an den äußeren Augenwinkel. Also auch hier muss man sagen, es ist natürlich immer ein Unterschied von Farbe zu Farbe. Ich kann jetzt nicht alle Farben benutzen. Ich glaube auch, dass die Schimmertöne etwas softer sind. Wir probieren das Ganze aus. Ich gehe jetzt in die Farbe Gold Place. Das ist so ein schönes dunkles Gold und presse mir das hier auf mein Lid. Das ist ein Schimmer, das ist kein Glitzer oder so ein Multimetallic-Ton, sondern eher so ein, ja, ein softer Schimmer, der aber ziemlich gut zu dem Lidschatten passt. Ich wechsle jetzt aber nochmal die Palette und gehe in die Farbe Amaze, die ist hier nämlich drin und die sieht schon ein bisschen intensiver aus und toppe das Ganze so ein bisschen. Und hier könnt ihr sehen, das hat auf jeden Fall viel, viel mehr Bums. An meinem unteren Wimpernkranz mache ich genau einmal dasselbe und nehme vorher erstmal so ein bisschen Fallout unterm Auge weg. Also ein bisschen Fallout ist auf jeden Fall da, aber man kann damit auf jeden Fall leben. Und es gibt jetzt auch Lashes im Standardsortiment. 4 Stück an der Zahl. Ich habe hier einmal das Modell Hashtag 02 Naturally. Die trage ich einmal auf. Ich zeige es euch aber vorher nochmal ausgepackt, dass ihr sehen könnt, wie die aussehen. Ich habe mir auch die ausgesucht, weil ich finde, dass sie am tatsächlich natürlichsten aussehen und ich es mag, wenn die so ein bisschen 3D-mäßig sind. Ich weiß nicht, ob ihr es in der Kamera erkennen könnt. Ich glaube nicht, aber doch, vielleicht schon. Das sind mehrere Schichten an Lashes, kürzere und längere, die übereinander gelegt sind, die so ein fluffiges, voluminöses Finish geben. Hinten ist auch noch ein Eyelash Glue mit dran, den benutze ich jetzt nicht. Und das Bändchen ist durchsichtig, Gott sei Dank. Die Lashes sind einmal drauf. Es ging recht gut. Das Bändchen ist so ein bisschen widerspenstig. Man muss es so ein bisschen biegen und dann geht das Ganze auch. Aber auch hier für den Preis ein super schönes, natürliches Ergebnis, was das Ganze nochmal so ein bisschen, ja, extremer macht. Und ich mag das Design der Lashes. Am Bändchen könnte man vielleicht noch so ein bisschen feilen. Aber ich mag dieses super fluffige, dieses extrem natürliche, aber man sieht trotzdem, dass man irgendwie Lashes drauf hat und das gibt dem Auge einfach nochmal ein bisschen mehr Ausdruckskraft. Freunde, ein weiteres spannendes Produkt ist das Lip Kit. Es gibt 4, glaube ich, oder 5, wenn ich die 5 habe. Es gibt 5 verschiedene Lip Kits oder vielleicht auch 6. Die Mattitude Liquid Long Lasting Lip Kit Matte Liquid Lipstick und Lip Liner Lip Kits. In der Kombination Liquid Lipstick und Lip Liner, auch die gab es schon mal irgendwie in verschiedenen LEs, zu Silvester meistens oder so zu Feiertagen. Ich habe mich jetzt für die Farbe Desirable entschieden, das ist die 05. Und ein kleiner Pro-Tipp von mir bzw. von Rival Loves Me an euch. Auf der linken Seite der Theke, wo die Lip Liner sind, gibt es jetzt untereinander Lippenstifte und den passenden Lip Liner zu dem Lippenstift. Sortiert zusammen Lip Liner 89 Cent, ich glaube der Lippenstift 1,29 € oder so. Also ihr müsst nicht mehr die passende Farbe suchen, sondern sie sind einfach untereinander schon sortiert. Und wir tragen jetzt die Farbe Desirable einmal auf. Ich habe hier einmal den Lip Liner. Mega dicke Spitze, den man anspitzen kann. Dicke Spitze, machen dicke Spitzen Sinn? Ist auf jeden Fall so eine gute Spitze. Mit dem Lip Liner ging das Ganze sehr gut. Er ist nicht zu cremig, dass man keine präzise Linie malen kann, sondern es funktioniert sehr gut. Und jetzt benutze ich hier einmal den Liquid Lipstick dazu. Könnte ein bisschen wild zu dem Look aussehen, aber ich mag es wild. Und auch hier ein sehr schönes Ergebnis. Man muss so ein paar Mal mehr drüber gehen, dass man ein ebenes Ergebnis hat. Das ist bei dunklen Farben aber erklärbarer. Wäre das jetzt ein heller Nude-Ton, wäre schwierig.
Hier funktioniert das Ganze aber sehr, sehr gut und man kann es auf jeden Fall aufbauen, ohne dass es patchy wird. Und das, Freunde, ist einmal das fertige Ergebnis. Ein Full-Face Rival Loves Me und ich glaube, ihr könnt sehen, wie glücklich ich bin. Ich hatte ein bisschen Angst, dass das Ganze schwierig wird, dass man sieht, dass es super, super günstig ist, aber man sieht es nicht. Ich liebe dieses Puder. Die Foundation gefällt mir jetzt auf den ersten Eindruck richtig gut. Ich bin dankbar, dass es diesen Bronzer endlich gibt. Auch die Lidschattenpaletten, sie sind jetzt nicht die krassesten, wo ihr denkt so, boah, Natasha Denona ist quaking. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, günstiges, gutes Make-up zu kreieren und der großen Masse, dem Konsumenten zugänglich zu machen. Das haben sie auf jeden Fall geschafft. Mir gefällt das Ergebnis sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Look und zu der neuen Marke bzw. alten Marke sagt. Lasst mir gerne ein Feedback unten in den Kommentaren stehen. Und wenn ihr wollt, teste ich auch noch weitere Produkte für euch aus. Schön, dass ihr heute hier mit mir dabei wart und die Zeit genossen habt, hoffentlich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit einem Full Face Only. Also abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dass ihr das auf jeden Fall nicht verpasst. Ich sage danke und passt auf euch auf.